Brüder und Schwestern, als ich das Evangelium mir durchgelesen habe, ist mir eine Sache aufgefallen, die ich noch nie gesehen habe. Diesen Unterschied, den Jesus macht zwischen den Menschen und den Engeln. Das erklärt er am Ende dieses Gleichnisses, also es sind eigentlich drei, aber nur eins von denen erklärt er, dass die Knechte, die ausgesandt werden, also die Arbeiter, das sind die Engel. Und die Menschen, das ist der Samen, der auf diesen Acker gesät wird. Und diese Menschen bezeichnet er als Söhne Gottes. Also für mich ist es ein klarer Hinweis und Beweis dafür, dass die Engel mit uns Menschen nichts zu tun haben. Die sind uns zu Hilfe gestellt, sind ganz anders als wir. Aber Gott sagt, die Engel, das sind meine Knechte, die arbeiten werden, wenn ich sie schicke. Und wenn wir die Bibel durchlesen, überall dort, wo Engel erscheinen, ist es nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil Gott sie schickt, damit sie etwas für ihn erledigen. Sind einfache Boten für Gott. Uns Menschen hat er irgendwie anders ins Herz geschlossen, weil er nennt uns Söhne Gottes. Und das umfasst sowohl Frauen wie Männer. Und wenn es im Evangelium steht, es geht um diese enge Beziehung zwischen Jesus und uns Menschen. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Deswegen werden im Evangelium wir Menschen, die ihm folgen, auch Söhne Gottes genannt. Gott zeigt uns in diesem Evangelium eine wichtige Wahrheit. Erstens, also eigentlich zwei, die mir heute wichtig sind. Erstens ist es diese unglaubliche Würde, die jeder von uns hat. Gott liebt die Engel auch. Aber ich will nicht sagen, dass er uns mehr liebt als die Engel, aber irgendwie habe ich schon diesen Verdacht, dass wir im Herzen Gottes einen besonderen Platz bekommen haben. Er hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir wirklich seine Kinder werden. Also brauchst du dich nicht zu scheuen. Du bist jemand, der in den Augen Gottes etwas ganz Besonderes ist. Du bist mehr als die Engel. Weil ich weiß, in unseren Vorstellungen ist es oft umgekehrt. Also die Engel, die sind toll und hoho, und wir Menschen so klein und unbedeutend. Eigentlich ist es umgekehrt. Und das Zweite, was mir heute hier wichtig ist, ist diese Saat, die ausgesät wird. Jesus sagt das ganz einfach. Gott ist ganz, also er gibt aus ganzem Herzen und er ist nicht knausrig. Er sät einfach auf diesen Acker die Menschen. Also wir sind in diese Welt gesandt. Und klar gibt es auch unter den Menschen solche, die Böses tun. Klar gibt es in unserem Leben auch Situationen, wo das Böse zum Vorschein kommt. Aber was sagt Jesus den Engeln, wie sie ihn fragen? Was sollen wir tun? Sollen wir das Unkraut jäten oder nicht? Jesus sagt, nein, lasst es alles wachsen. Am Ende der Zeit wird es offenbar werden und ich weiß, was ich tue. Sehr oft, also das ist, will nicht sagen eine katholische Krankheit, aber das haben sehr viele Christen, dass wir nur das Böse sehen. Weil das ist wichtig auch, das zu bemerken, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass ich gesündigt habe. Die Beichte ist das Sakrament, wo man das vor Gott hinlegen kann. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, das soll nicht euer Fokus sein, sondern etwas ganz anderes. Warum lässt Jesus es zu, dass das Böse auch in dieser Welt wächst? Also erstens, weil er weiß, was er tut. Zweitens, weil das Gute mächtiger ist als das Böse. Und drittens, weil Jesus uns nicht billig verkaufen will.
Wir sind so wertvoll, dass er sogar das Risiko eingeht, dass in deinem Leben auch das Böse zum Vorschein kommt. Obwohl er seine Arbeiter ausschicken könnte, um es rauszureißen. Aber die Gefahr ist dabei, wer schon mal Unkraut gejätet hat, weiß es. Also da geht nicht nur Unkraut zugrunde, wenn man ordentlich ist, sondern manchmal auch die guten Pflanzen. Gott weiß, was er tut. Und das ist etwas, wo man manchmal ihm schwer Vertrauen schenken kann. Warum lässt Gott das Böse in dieser Welt zu? Weil ihm das Gute wichtig ist. Weil wir nur in dieser Welt wachsen können. Sonst müsste er einen Strich machen und sagen, ja, jetzt machen wir Ernte und Schluss. Anders geht's nicht. Wir alle, die Menschen sind ihm so wertvoll, dass er dieses Risiko eingeht, dass du dem Bösen ausgesetzt bist. Weil er ganz genau weiß, dass wir gut sind. Und dieses Gute, wie schon gesagt, mächtiger als das Schlechte und Böse ist. Ein zweiter Hinweis darauf befindet sich in dem zweiten Gleichnis, wo Jesus sagt, von diesem kleinen Samenkorn, Senfkorn, das groß wird. Also für Jesus war das das Kleinste, was er kannte. Und er wollte seinen Jüngern sagen, auch wenn du so klein bist und dir so klein vorkommst, wie dieses kleine Korn, du bist stark, weil du von Gott kommst. Und das ist der Grund, warum wir auch keine Angst vor dem Bösen in dieser Welt haben müssen. Und wie die Engel, müssen wir uns damit auch nicht beschäftigen. Die erste Aufgabe eines Jüngers, die erste Aufgabe eines Engels ist, sich mit dem Guten zu beschäftigen. Wenn Gott seine Engel schickt, dann schickt er sie, damit sie etwas Gutes tun, damit sie jemanden retten, jemanden Weg zeigen, jemanden heilen. Und genauso sind wir in diese Welt gesandt. Klar, man muss nicht blauäugig durch diese Welt gehen, wenn man etwas Böses verhindern kann, soll man es machen. Aber meistens täuschen wir uns selbst, wenn wir meinen, wir könnten etwas dagegen unternehmen. Viel wichtiger ist es für uns in der Nachfolge Christi, das Gute zu stärken und sich mit dem Guten zu beschäftigen und überall dort, wo das Gute zum Vorschein kommt, es zu hüten, zu hegen, zu pflegen, Raum schaffen, damit es wachsen kann. So bist auch du in den Händen Gottes. Du bist das Gute in dieser Welt. Und er hütet, pflegt und schafft dir einen Raum, in dem du wachsen und gedeihen kannst.